Hi Leute, ich zeige euch in diesem Video, wie ihr das kostenlose Schnittprogramm Avidemax auf dem Mac zum Laufen bekommt. Ich bin hier aktuell auf Kette Liner unterwegs, das heißt, es werden keine 32-Bit-Apps mehr unterstützt, aber mit einem kleinen Workaround kann man auf jeden Fall die Programme noch zum Laufen bekommen. Ich habe euch alle Programme in der Beschreibung verlinkt, die könnt ihr euch da kostenlos downloaden und dann kann es auch schon losgehen. Zuerst braucht ihr natürlich Avidemax. Dafür habe ich die Version 2.5.6 für Windows in der 32-Bit-Variante heruntergeladen. Neuere Versionen haben für mich keine schönen Ergebnisse erzeugt. Lasst mich aber gern wissen, ob ihr eventuell andere Erfahrungen gemacht habt. Um Avidemax und andere Windows-Software zu installieren, braucht ihr Play on Mac. Ich habe jetzt hier Version 4.4.1 heruntergeladen, eventuell gibt es bei euch schon eine neue Version. Im nächsten Schritt installiert ihr Play on Mac. Danach ist Avidemax dran. Dafür öffnet ihr Play on Mac und folgt der Schrittfolge im Video. Leider werden die Hinweise bei mir nicht vollständig angezeigt, aber soweit ich alles verstehe, solltet ihr das Installationsverzeichnis von Avidemax nicht abändern, das Programm nach der Installation nicht ausführen und keinen Neustart von Windows durchführen. Folgt am besten einfach den Schritten im Video. Hier müsst ihr ein virtuelles Laufwerk für Avidemax definieren. Gebt ihm einfach einen Namen, den ihr wiedererkennt. Danach einfach auf Next klicken. In diesem Fall hier die 32-Bit-Installation wählen und dann euer Avidemax, was ihr vorher runtergeladen habt, auswählen. Beim Installieren einfach alles durchklicken und ganz wichtig auch alle Häkchen entfernen, denn sonst kommt es zum Neustart oder irgendwelchen anderen Dingen, die ihr nicht machen sollt. Jetzt erstellt ihr euch noch einen Shortcut in Play on Mac und ihr könnt Avidemax auch sofort starten. Das war's auch schon mit dem kurzen Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Lasst mir gerne Feedback unter dem Video und ansonsten einfach bis zum nächsten Mal.